Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Auswertung des vierten Hand-Showdown-Turniers. Ja, wir haben ja gestern schon die Plätze 18 bis 9 gesehen und heute geht's weiter mit Platz 8 bis 1. Seid also sehr gespannt. Ich erkläre am Ende auch nochmal, beziehungsweise ich erzähle euch am Ende dann auch nochmal, was die ersten drei Plätze gewonnen haben. Aber zunächst möchte ich euch noch unsere letzte Runde zeigen von Daniel, Tobi und mir. Und zwar, wir wussten, wir haben ein paar Punkte gemacht, aber um ganz nach oben zu kommen, brauchten wir noch eine sensationelle Abschlussrunde. Und wir haben die Runde tatsächlich erst um 10:45 angefangen. Das Turnier ging ja bekanntlicherweise bis 11 beziehungsweise bis 23.30 Uhr. Da brauchte ich ja dann alle Screens. Und dann haben wir die Runde ziemlich spät noch angefangen und wie sie lief, das seht ihr jetzt. Und im Anschluss die restliche Auswertung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Ja. Petfisch Hein? Was ist eigentlich Hein? Hein? Groben? Ja, Groben. Ja, die anderen machen Groben, ja. Das war jetzt mal ein Groben, nicht mit Hein übersetzt, aber... Boss, ja? Hier ist ein Eingreifdruck. Würde ich nehmen, ich mach den hässlichen da, der geht mir auf den Sack jetzt schon. Alter, Daniel, lass doch die Dicken da stehen! Oh. Da noch nicht der mal ist direkt an dem Durchgang hier. Ist doch gut für uns, wenn da die Gegner hingehen. Alter, du bist so ein Lootgeier. Ich könnte mich jedes Mal aufregen darüber. Aua! Tobi, hier sind Punkte. Ich trap mal hier das rote Fass. Da wollen wir es versuchen hier. Jetzt. Alter Schuss, ich hatte gerade einen Monster-Bug. Oder kein Bug, sondern Desync. Wir haben viel Muni hier drin, das ist nicht schlecht. Wir haben richtig viel Muni. Hier draußen ist auch nochmal Special. Hier, nach, ja. Nach was. Ja, wollen wir. Ja, boah, also wir nehmen auf jeden Fall die Bounty mit. Ja, also ja. Eigentlich müsstest du rausgehen für eine dritte, für eine vierte gute Runde. Nee, ja, dann lass uns doch hochgehen, oder? Best, ja. Also Risiko, also mit Bounty. Ja, dann. Ja, ja, klar. Ja, klar, alles oder nichts jetzt. Ich hab mir zwischendurch auch mal eingebildet, dass wir Richtung Slaughter oder so ein Raben hochgegangen sind. Das kann aber auch. Kann sein, ja. Er hat recht! Alter. Das ist halt wirklich Spaghetti-Haus. Ist halt, wirklich das fucking Spaghetti-Haus. So, wer nimmt die Bounty auf? Ja, ich finde die auch lecker. Ich nehm sie. Ich würde tatsächlich diesmal ganz gerne mal aufnehmen. Ja, dann nimmt mal beide. Dann lass ich das. So, nimm mal auf jetzt. Aufnehmen und hoch. Guckst du, Daniel? Ja. Warte, ich nehme auf. Nisch. Okay, dann hoch. Ja, passt auf die Fässer. Achtet auf die Fässer, ja. Ich muss jetzt mal gucken, wo du deine Fässer alle vielleicht gehabt hast hier. Alter, hier ist nochmal Spessel. Ach, da ist auch noch eins, okay. Versteckte Waffenlager. Ich würde sagen, oh, spätestens bei Healing guck dir nochmal. Auch ganz schnell Heilung. Hier ist Heilung. Hier, ja, okay. Schmeiß mal die Klingelbombe weg. Das schrecken wir uns doch am meisten wieder selber. Hast du Wasser gemacht, oder? Ich glaube, ja. Brauchen wir allein 3 Minuten bis da hoch? Was? Ich wusste es, ich hab was gehört. Ach, guck nach. Ja, da sind zwei Mann im Wald. Drei Mann, 225. Drei Leute. 225? Okay, ja. Ja. Na, ich häng fest. Schweinehunde, ey. Genau aus der Sicht drauf. Einer da oben. Hinter den Bäumen. Da war noch einer. Der brecht. Hat Hit. Oh, ich hab, glaube ich, Headshot Sound gehabt. Aber ist keiner gestorben, ne? Doch. Das gibt's nicht direkt den Headshot. Mann, ey. Ja. Magnet am Kopf.
Was? Da hinten oder was? Ja, 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 ja. Oh, Tobi, du stehst ganz schlecht da oben. Ich weiß. Scheiße. Nicht gesichtet, nicht geflasht. Muss lachen an. Mhm. Ah, war so klar. Scheiße. Ah, ich brenne. Einer kommt hier ran bei mir. Also. Fall immer als erstes so. Scheiße. Das ist falsch. War das jetzt eigentlich zwei Teams oder nur eins? Eins. Das ja, die oben? Haben meine Bounty jetzt. Nee, 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 ah, nee. Ah, nee, 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 nee. Hast du Necro? Mist. Hab einen angehittet, aber das mit der Dolch, das sind Mann. Das ist jetzt weit auseinander, ne? Ja. Links, Jan, vorsichtig! Oh. Ja, ich hab's zu spät gehört. Ich hab dich mit im Blick. Ich hab auch relativ gut Deckung für mich. Die sind alle drei da hinten. Wie weit bist du von mir? Wegen Necro? Zu weit weg? Jan, sei nicht so aggressiv. Was soll ich machen, wenn der da oben läuft? Zombie kommt. Oh. Oh, Healy, komm her! Komm her! Ja! Achtung! Achso, da. Ja, was laufen? Ja. Da. Ja, hab ihn im Blick. Weiß ich hinter dir. Der hat Feuer für dich. Jetzt haben sie meine Bounty. Treff ihn halt nicht. Ah, ich bin leer. Ah, shit. Betty. Ja, Leute, sorry, es tut mir leid, ich muss mich ein bisschen zurückziehen. Ja, ja. Wenn die mich da pushen, bin ich Moos. Ja, er hat jetzt gleich eine Musin und eine Dolch. Ja, ja. Das macht nix. Ach, Menno. Ich hab eine Bounty, alles gut. Ich hatte zwei Freischuss, Alter. Ich hatte echt zwei Freischuss. Fuck it, ey. Drin war jede Menge Muni, glaube ich. Muni ist hier. Da vorne machen wir es mal zu, genau. Vielleicht finden sie noch ein Fass. Das ist die Hoffnung. Ah, shit, Mann. Hast also du einen sterben hören von denen da oben? Nee. Die andere Bounty kommt runter. Lol. Ernsthaft? Ja. Ist vielleicht die ist gleich da. Sind vielleicht Turnierspieler? Weiß ich nicht. Ich hab den Namen nicht behalten. Die fallen den gleich in den Rücken da. Ja, ich warte jetzt erstmal einen Augenblick. Ja, ja, mach mal. Könnt ihr mir Sushi holen? Die haben gerade, die sind, die Bounty, also unsere Bounty sozusagen, ist gerade auf Jan, auf Daniel drauf. Und ich glaube, das trifft die unvorbereitet, dass sie gleich von hinten kommen, sonst wären sie schon weg. Ja, die sind gleich tot.
Ja, die sind gleich tot. Auf Daniels Leiche, ja. Also auf der linken, ja. Naja, warte. Nee, jetzt läuft da. Oh, ja, einer kommt doch hier ran. Hörst du ihn nicht? Also. Der andere ist gerade rechts vor meiner Leiche. Der mit der Bounty. Hm. Ja, lass die sich beschießen da oben. Danke für dein Follow. Wir die ganze Scheiße schon beendet haben können, ey, fuck. Okay. Die Frage ist jetzt, welches aufgehoben wurde. Pina? Ne, Pina war einer von oben. Glaube ich. Nee. Es sind drei Blitze, also sie kommen jetzt alle auf dich zu. Hm. Ja, das andere Team ist tot. Hm. Ja, jetzt sind sie gleich bei Daniel. Hm, was mache ich am besten? Gar nichts drum warten. Ja, schon, aber wo mache ich den Stacheldraht hin? Ich gucke auf die Karte. Doch noch nicht tot? Nein. Dann nicht. Der Pina, ich überlege gerade, war das der. Shit, ey, vielleicht mal die Übersicht. Leute aus dem Chat, wie hießen die beiden, die oben die Bounty geholt haben? Keine Ahnung. Hall 9000, den kenne ich. Den habe ich schon mal gehört. Ach, den kenne ich aus FOE, aus Forge of Empires. Das ist auf jeden Fall, Es sind jetzt nur noch zwei Blitze. Ich glaube, das Team hat gewonnen, das was bei uns war. Der hat aber was zum Durchgucken, glaube ich. Hast du gehört? Ja. Das Team, was... Das ist mir ganz egal, die sollen ruhig alle kommen. Also mir ist wirklich ganz egal, wer da gewinnt. Ich muss, glaube ich, eh fighten. Ja, wir haben es auch um 11 eigentlich, also... Ob die Runde noch zählen darf. Ja, wir haben ja bis 10:30 müssen die Screenshots da sein. Die Fotos. Ja. Oh, ich kann nicht still sitzen hier drin. Ich weiß. Lass es. Komm näher. Sind jetzt links und rechts von, also aus dir aus gesehen. Ja, die kommen jetzt. Ja. Ich mache hier vorne den Eingang, mache ich glaube ich komplett dicht. Ja, mit am Fenster. Ja. Mach. Problem ist, sie können auch von oben rein. Und von hier hinten bin ich natürlich auch ein leichtes Ziel. Aber, vielleicht laufen sie hinten rum und laufen durch mein Fass. Ja. Ja, sind jetzt beide da. Ja, die sind genau auf dir drauf. Vielleicht auch von unten, pass auf. Wie schnell war denn bitte das Ding kaputt? So, wir sind jetzt ruhig. Oben. Scheiße. Ja. Oh, nice. Kill, ja? Mhm.
nicht nachzuladen. Zweifel. Über dir. Aber ich bin jetzt ruhig. Nice! Hast du noch Sicht? Warte mal, Ruhe bitte. Nee. Ich höre ihn. Einer ist tot. Hey, wake up. Ich hätte ihm die Bounty nicht abnehmen können. Naja, okay. Ja, du Tier. Nice. Du Tier, Alter. Alter Schwede, guck nochmal. Naja, das müsste es gewesen sein. Du Tier. Danke. Du bist der Hammer. Danke, danke. Alter Schwede, pass auf deine Fässer auf. Ei. Warte mal, ich nehme nochmal die Bounty oben mit. Oh Gott. Kannst deine Fässern verrecken, ja. Komm ich denn hier hoch? Keine Ahnung. Da, hier. Ja. Alter Schwede. Boah, danke, danke. Wie war denn mein Puls? War der zumindest ein bisschen höher? Was frisst denn der alles? Danke. Bitte. Ich hätte gedacht, dass ich oben schon einen gekillt hätte, weißt du? Hast du auch. Ah, okay. Doch, ganz am Anfang. Weil ich hatte da diesen Headshot-Sound. Ja, und ich hatte den Todes-Sound. Wo ist mein Handy? Ja, war doch eine geile Abschlussrunde. Wie toll sich Tobi eben gefreut hat. Das ist mir im Spiel vor lauter... ich war so konzentriert da, das ist mir überhaupt nicht so richtig aufgefallen. Super geil, Tobi. Danke, danke. Fand ich voll klasse. Wir hatten riesen Glück in der Runde, wirklich riesen Glück. Wir wussten, wir brauchten Doppelbounty, die Bounty kam nach unten, sensationell. Dann sind wir weggelaufen und ich habe den ganzen Abend über die Bounty nicht aufgenommen. Und in der letzten Runde wollte ich unbedingt die Bounty aufnehmen. Und das war auch echt gut so, weil dann sind wir rausgelaufen und ich war vergiftet von der Hive und musste warten, bis das Gift nachgelassen hat. So lange saß ich halt in dieser Hütte drin. Und hab mich dann geheilt und dann kamen die Gegner. Da war Daniel und Tobi natürlich, die standen scheiße da oben, sind dann direkt geholt worden. Und glücklicherweise bin ich nicht mit da hochgelaufen. Das war so viel Glück und so viel Zufall in dieser Runde. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Dem einen da oben habe ich dann tatsächlich einen Headshot gegeben. Ich wusste, also jetzt im Schnitt habe ich auch gehört, wie er umgefallen ist. Aber während des Spiels habe ich das gar nicht mitbekommen. Ja, und am Ende, das ging ja auch nochmal gut aus. Also... 4 Kills und Doppelbounty, das war fürs Turnier nochmal sehr, 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 sehr gut, weil sonst hätten wir wahrscheinlich nicht so gut abgeschnitten. Ihr habt ja gestern schon die Plätze 18 bis 9 gesehen, das heißt, da waren wir ja nicht zu finden, das heißt, absolut Top 10 schon mal für uns. Und wo wir schon bei der Top 10 sind, jetzt machen wir mal weiter. Und zwar, ich muss erstmal hier nachgucken, ja, Platz 8 haben die Gatorsnacks gemacht mit 20 Kills, 9 Bounty-Token und insgesamt 85 Punkte. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 8. Platz 7 haben die Superhelden vom Bikini Bottom gemacht mit 18 Kills, 11 Gesamtbounties und 91 Punkte. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 7. Habt ihr sehr gut gemacht. Ihr habt auch zum ersten Mal mitgemacht. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich euch gesehen habe. Platz 6 waren wieder alte Bekannte, und zwar die Jungs von Kikeriki. Die haben 27 Kills gemacht, was schon echt eine Ansage ist. Bei nur 4 gewerteten Runden 27 Kills, Respekt. Aber die haben leider nur 8 Bounty-Token rausgeholt und somit 94 Punkte. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch zu Platz 6. Platz 5, ja, jetzt kommt's. Platz 5 haben wir gemacht. Daniel, Tobi und ich, die 1049ers. Wir haben 18 Kills, 12 Bounty-Tokens rausgeholt und 96 Punkte. Platz 4 sind wieder alte Bekannte.
Die haben genauso viele Punkte wie wir tatsächlich, aber mehr Kills gemacht. 23 Kills, 10 Bounties rausgetragen, beziehungsweise 10 Bounty-Token und auch 96 Punkte. Herzlichen Glückwunsch an euch drei zu Platz 4. So, und jetzt kommen wir mal aufs Treppchen. Und zwar, der dritte Platz geht an die Querschläger. Sensationell, habt auch zum ersten Mal mitgemacht, soweit ich weiß. Mit 18 Kills, 14 Bounty Tokens und 106 Punkte. Sensationell, Respekt. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 3. Platz 2 geht an die, jetzt wird's spannend, jetzt wird's sehr, sehr spannend. Nämlich die ersten drei Plätze waren relativ nah zusammen. 106 Punkte ist schon sensationell. Der zweite hat 118 Punkte und der erste hat 138 Punkte. Jetzt wissen die Jungs wahrscheinlich schon, wer es ist. Und zwar Platz 2 geht an die Coneheads. Die haben 24 Kills gemacht, 14 Bounty Token rausgeholt und 118 Punkte. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 2. Ja, und Platz 1 geht auch an ein Team, die, ich weiß nicht, ob der Bro die ja schon mal mitgemacht hat. Ich glaube schon. Ich kann mich gerade nicht so erinnern, aber ich meine schon. Herzlichen Glückwunsch an Platz 1. Nox Notis. Nox Noctis, um Gottes Willen, nicht Notis, sorry. Vergebt mir dafür. Nox Noctis. Ist aber auch schwer auszusprechen. Mit 29 Kills, richtig, richtig gut. 16 Bounty Tokens rausgetragen, also komplett abgeräumt, die Jungs, und 138 Punkten. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 1. Ja, kommen wir mal zu den Preisen. Und zwar der, Moment, ich muss mal nachgucken, der liebe Maximilian, der hat mir geschrieben bei der Turnierankündigung, dass er gerne was sponsern möchte. Der Gute ist Student und macht gerade seinen Master. Und eigentlich wollte ich gar nichts von ihm annehmen, aber er hat mir dann die Sachen geschickt und vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und zwar hat er mir 3 Keys geschickt für 3 DLCs und die gehen an den dritten Platz. Der zweite Platz kann sich jeder ein DLC aussuchen bei mir und der erste Platz natürlich auch. Ja, ich hoffe, dass das Turnier noch ein bisschen größer wird, dass wir noch immer mehr wachsen und wachsen und wachsen und dann finden sich vielleicht auch ein paar Sponsoren mehr und dann gibt es auch ein paar bessere Preise. Ich habe ja schon angekündigt, dass im Sommer ein etwas größeres Turnier kommt mit etwas tolleren Preisen, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber freut euch drauf. Ich versuche tatsächlich jeden Monat ein Turnier zu veranstalten. Im Januar hat es leider nicht geklappt, da hat es zeitlich überhaupt nicht hingehauen. Februar war eins und jetzt im März und ich guck mal, wann wir das im April machen oder ob wir das Anfang Mai machen. Muss ich mal schauen, wie das zeitlich bei mir passt. Aber die Ankündigung kommt natürlich. Den Tobi muss ich noch erwähnen. Der Tobi hat nämlich auch 10 Euro Paysafe-Karte dazugegeben für ein DLC. Vielen, vielen Dank, Tobi. Ja, super klasse. Danke fürs Mitmachen an 19 Teams. Bin echt beeindruckt. Wir waren fast 60 Leute, die mitgespielt haben. Krass. Was mich halt mal interessieren wird, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch untereinander getroffen habt. Ja, ich kann ja sein, dass ihr euch im Teamspeak gesehen habt oder so und dann weiß ich nicht. Also würde mich echt mal interessieren, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wir haben niemanden getroffen tatsächlich. Ja, ich denke, das soll es gewesen sein. Lass mich nachdenken. Ach so, ich muss den Gregor nochmal erwähnen. Und zwar, passt auf, der Gregor, der hilft mir bei der Auswertung. Beziehungsweise, der Gregor macht die Auswertung fast ganz alleine. Ich habe beim ersten Turnier die Auswertung mit Daniel gemacht und das war so viel Arbeit. Und der Gregor hat 2 Stunden nach dem Turnier schon die Auswertung fertig gehabt. Was? Sensationell, Gregor. Vielen, vielen Dank. Wir sind dann alles nochmal durchgegangen. Das machen wir dann immer Montagabend und ja, echt krass. Und da hat er eine super geile Tabelle erstellt. Ich kann euch das mal hier so ein bisschen zeigen. Ich muss mal gucken, Augenblick. Sorry, das war das Falsche. Und zwar hier, guck mal, so ein bisschen rüberziehen. Und zwar hat er hier eine sensationelle Excel-Tabelle erstellt mit Statistiken, mit hier den ganzen Kills, die ihr gemacht habt, die Gesamtkills, die Gesamtbounties und so weiter. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank, Gregor. Und ja, denkt an mein Teamspeak, das ist unten verlinkt. Ich muss das erstmal wegmachen, weil das ist wahnsinnig hell jetzt noch.
Der ist unten verlinkt, genauso wie Game.de. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt auch Game.de gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber TeamSpeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht. Seid da an einer super Adresse, kann ich nur empfehlen. Mein Discord ist verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns spätestens morgen früh pünktlich um 9.30 Uhr zum nächsten Video wieder und haltet Ausschau nach der Ankündigung zum fünften Handshowdown-Turnier von mir. Haut rein. Tschüss.